Hallo liebe Leute, und hier sind wir bei meinfemtv.de und heute geht es um Telefonstreiche. Ja, heute ist Max am Start. Ja, er wird uns jetzt einen Kontakt raussuchen, den wir anrufen können. Und dann verarschen wir den. Vielleicht. Vielleicht, wenn er rangeht. Ja, wir hatten jetzt schon so viele Versuche, wo keiner rangegangen ist. Und Ja. da eine ist rangegangen, da kam meine kleine Schwester rein. Hoffentlich geht die ran. Okay. Wenn es die Mutter ist, ist das. Bin ich mir jetzt aber gar nicht sicher. Ich schätze mal, wird sonst nicht rangehen. In der Grundschule ist sie auch nie rangegangen. So vergessen. Geht keiner ran, also der zweite Versuch. Wenn wir ihn finden. Noch mal den anderen an. Nein! Doch. Der war nicht mehr richtig im Kopf, aber den geht's wieder gut. Schiene haben wir nur noch Han und Harry. Wen kann man denn anrufen? Ist nochmal unterdrückten Timmer. Schau mal, dann näher da irgendwie. Ja, wenn Und ich gebe mich jetzt so als eine aus, die das Handy gefunden hat. Ich habe hier ein Handy auf der Straße gefunden. Und Sie waren hier halt der erste Kontakt, den ich gerade so gesehen habe. Könnten Sie mir sagen, wem das hier gehört? Nee? Ja, na, weil ich halt verwandt bin mit Frau Merkel. Und ich war gerade so auf. Und ich will auch halt bald wieder für Sie wählen. Und ich war gerade so auf dem Weg zu Meckes. Und dann wollte ich mir da so einen dicken Burger holen. Und da lag hier gerade so das Handy so auf dem Gehweg. Ja, na, ich weiß jetzt. Na, ich bringe das denn zum Fundbüro. Wenn Sie doch vielleicht Ja. wissen, wem das gehört, dann können Sie ihnen ja Bescheid sagen. Warte mal, irgendwoher kenne ich doch deine Stimme. Ja, na, ich wohne hier in der Lomonosso-Allee 17. Da wohne ich im sechsten Stock. Aha. Ja, ist klar, okay. Ja, jedenfalls, dann gebe ich es beim Fundbüro ab. Oder ich rufe noch einen anderen an. Vielleicht kann der mir sagen, wem das Handy gehört. Tschö. Zirkel. Ja, das war unser erster. Penis. Und dann können wir ja noch den zweiten anrufen. Zweiten. Wenn er mir dann noch. Okay, einen, der mir das auch abkauft. Niklas, Mutti? Nee. So, warte. Luisa, scheiße. Jonas, Joel. Ja, Joel, komm. Hoffentlich geht die auch an. Zwei Dämpfe. Einen zweiten mache ich auch nicht mehr. Sonst mein Geld bald wieder leer. Dann müsst ihr gleich. Das war auch der letzte. Okay, er geht nicht ran. Wollen wir nochmal? Lea, Tina Roder von Mailbox. Die habe ich angerufen. Mach mal. Nein, ich rufe die. Ruf
rufen mal. Hast du schon mit ihr telefoniert? Ich rufe mal Fiete an, dann quatsch ich und dann sag ich: Oh, Entschuldigung, hallo, ich bin erstmal der Peter und ich wollte mich entschuldigen, dass mein Sohn hier schon wieder Leute verarscht. Okay, aber nicht Peter, Peter ist so offensichtlich. Olaf. Hallo, Olaf. Ja, hallo, hier ist der Olaf. Ja, ich wollte mich nochmal entschuldigen für meinen Sohn, der hatte doch eben angerufen, ja, der verarscht hier immer so Leute. Ja. Ja, und deswegen wollte ich mich entschuldigen. Ja, okay. Papa, guckst du dir schon wieder Pornos an? Mensch, halt das Maul jetzt. Okay, dann. Aber Papa, warum ist denn da so eine nackte Frau? Mensch, da ist keine nackte Frau. Und was kommt da so ein Geräusch aus dem Badezimmer? Na, das ist meine. Na, oh, Mama ist das. Ja, okay. Warte, ich gehe dann mal zu Mama. Ja, dann wollte ich mich bloß nochmal entschuldigen. Ja. Und dann sagen wir tschüss. 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 Zecke. Alter, der ist voll drauf reingefallen. Ja, und das war's auch schon wieder mit dem Video. Ja, nächstes Mal könnt ihr ja unter die Kommentare schreiben, ob wir noch einen zweiten Teil machen sollen. Ja, unter die Kommentare schreiben bitte. Und lasst uns ein Abo, einen Daumen hoch. Bitte keinen Daumen runter. Das ist klar. So, ja, nächstes Mal können wir das ja wieder mit Max machen. Schreibt einfach in die Kommentare, was sollen wir noch machen. Was? Ich bin immer hier, ich habe immer Zeit. Er hat immer Zeit. Ja. Außer ich schlafe. Na gut, dann sagen wir bye. Tschüss.